Stadtautobahn 100 soll von Neukölln nach Treptow verlängert werden. Über 400 Millionen Euro will man in Beton gießen, damit man den Träumen aus der autogerechten Stadt aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts um 3,2 Kilometer näher kommt. Für hunderte Menschen bedeutet das den Verlust von Wohnung und Garten, für Tausende mehr Dreck und Lärm und ganzen Stadt und Vierteln wie hier in Friedrichshain droht der Verkehrskollaps. Unsere Demo-Route führt dort entlang, wo tausende Menschen die verheerenden Auswirkungen spüren werden, sollte dieses Betonmonster gebaut werden. Auf der Warschauer Straße wird täglich mit 3000 und auch der Elsenbrücke wird noch mit 13.000 Fahrzeugen mehr gerechnet. Sie werden für mehr Unfälle sorgen und für die Zeit zuschauen. Insbesondere Lkw werden dann eine Abkürzung durch Friedrichshain und Prenzlauer Berg zur A114 nehmen, um Maut einzusparen und dabei die Luft verpesten und die Anwohner um den Schlaf bringen. Auch wurden bereits vollendete Tatsachen geschaffen. In Neukölln wurden 314 Kleingärten rechtswidrig gekündigt und der Autobahn geopfert. Das 12 Hektar große Gelände wird nun mit doppeltem NATO-Draht gegen friedliche Menschen verteidigt, die dort schon seit mehreren Generationen ihren Lebensmittelpunkt hatten. Müsste Berlin den Ausbau der 100 selbst bezahlen, würde niemand auf diese verrückte Idee kommen. Selbst eine normale Straße anstelle der Autobahn, die nur einen Bruchteil der mehr als 400 Millionen kosten würde, könnte Berlin nicht selbst bezahlen. Aber da uns dieses Betonmonster vom Bund geschenkt wird, wird so lange abgestimmt und getrickst, bis das Ergebnis den politischen Entscheidern passt. Statt um sachliche Argumente geht es unseren Politikern nur noch darum, ihr Gesicht zu wahren. Eigentlich sollte bereits Baubeginn sein. Aber unsere Proteste haben dazu geführt, dass erst nach der Abgeordnetenhauswahl am 18. September über den Bau entschieden wird. Aktuell sind 50-90 die Grünen, die Linken und Teile der SPD, eigentlich eine Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus, gegen den Autobahnausbau. Auch die Piratenpartei ist dagegen. Trotzdem wird die Planung der Betonpiste derzeit mit Millionenbeträgen vorangetrieben und der Planfeststellungsbeschluss steht bereits. So kann jederzeit mit dem Bau begonnen werden. Das ist faule Politik. Wir lassen uns nicht veräppeln, weder vor noch nach der Abgeordnetenhauswahl. Wir gehen nicht weg, wir lassen unseren Lebensraum nicht zubetonieren. Wir wollen keine Autobahn und kein Megabeton in Berlin. Wir fordern eine nachhaltige, menschengerechte und ökologische Stadtentwicklung und Verkehrspolitik und wollen an allen Entscheidungen beteiligt werden. Wir zeigen Herrn Wohlbereit und dem Berliner Senat die rote Karte und werden am 18. September die A100 abwählen. Wir sagen ganz klar, hopp, 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 A100 stopp. Hopp, 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 A100 stopp. Die teuerste Autobahn, die je in der Bundesrepublik Deutschland gebaut worden ist, führt hier zu mehr
100 abwählen. 100 abwählen ist das Motto der Demo. Wir demonstrieren damit gegen ein Delikt aus der Mottenkiste der Planung für eine autogerechte Stadt der 15er und 16er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die geplante Autobahnverlängerung ist unzeitgemäß wegen der notwendigen Klima- und Ressourcenschutzes, der aktuellen Erkenntnisse im Gesundheitsschutz und hinsichtlich der Luft- und Reinhalteplanung. Sie ist stadtzerstörerisch wegen dem damit verbundenen Abriss von 250 Wohnungen, 350 Kleingärten werden vernichtet, 650 Bäume gefällt und natürlich enorme Flächen versiegelt. Auch Arbeitsplätze werden gefährdet durch die Flächeninanspruchnahme von Gewerbebetrieben. An dieser Stelle auch mein Dank an Herrn Baulitz mit seinen Leuten und den LKWs, die uns hier unterstützt haben. Verkehrsprobleme werden durch die Autobahnverlängerung nicht gelöst. Weder werden die Bewohner der Innenstadt entlastet, noch der Verkehr vom Nordosten zum Süden verbessert die Situation, noch der Durchgangsverkehr durch die Innenstadt kann damit verhindert werden. Ganz im Gegenteil, die Autos und auch die LKWs werden natürlich direkt in die östliche City geleitet. Und wir haben ja hier die Strecke vorgeführt, wo auch der LKW-Durchgangsverkehr durchrollen wird, wo Gutachten bescheinigen, dass es hier zu vermehrten Verkehrsaufkommen kommen wird. Und besonders eben der LKWs. Und deswegen haben wir auch LKWs heute hier in unserem Demozug dabei. A100 abwählen. Durch die Wahl am 18. September könnt ihr mit eurer Wahlentscheidung die Parteien stärken, die die A100-Verlängerung ablehnen und damit das politische Aus der Autobahnverlängerung mitentscheiden. Die Verlängerung der A100 zum Treptower Park ist seit gut 20 Jahren im Gespräch. Seit der Zeit also, als die Mauer in Berlin und damit auch zwischen den Bezirken Berlin, Neukölln und Treptow fiel. Wer heute also behauptet, die neue A100 würde Ost- und West-Berlin, der lügt vielleicht nicht, aber er übertreibt gewaltig, weil die vielen Kontakte in den Nachbarschaften wachsen, dort, wo die Menschen zusammenkommen. Die neue A100 würde aber ganz im Gegenteil Wohnen und Erholungsgebiete zerschneiden und die Spaltung zwischen schicken und reichen Wohnvierteln und armen, verlärmten und verkehrsbelasteten Gebieten vertiefen.